APA ist immer ein tolles Erlebnis und ja, ich freue mich drauf. Weil ich ein Fan von APA bin, freue ich mich. Und mein Mann begleitet mich, weil ich das so gerne habe. Weil meine Mutter das zum Geburtstag bekommen hat und wir alle mitgehen. Weil wir das gerne hören, die Musik. Das weckt Erinnerungen aus vergangener Zeit. Also was erwartet die Besucher heute Abend? Aber kurze Konzertshow, das Prinzip, was dem zugrunde liegt, ist, wir wollen allen Leuten nahebringen, ihnen zeigen, wie würde heute ein Konzert von ABBA aussehen. Also es erwartet sie keine Geschichte, die erzählt wird, sondern es erwartet sie viel Musik. Alle großen Hits. Nicht zu viel verraten. Wir machen das also, wie gesagt, State of the Art versuchen wir. Das war ABBA damals immer. Und deswegen haben wir auch zum Beispiel einen Unplugged-Teil da drin, so wie es heute sehr viel von MTV zum Beispiel bekannt ist. Das heißt, wir verzichten dort auf jede Art von Elektronik, sondern es werden nur akustische Instrumente gespielt. Wir persönlich von der Produktion her und auch alle Künstler auf unserer Bühne, wir haben eine sehr große Hochachtung vor dem Werk von ABBA, das, was man damals geschaffen hat. Also ABBA war damals, die waren sehr, sehr fortschrittlich, was ihre Kostüme anging. Sie haben sehr viel gewagt. Sie waren in ihrer Mischtechnik sehr fortschrittlich. Aber war die Gruppe, die als erstes eine CD herausgebracht hat. Das meine ich damit, wenn ich sage State of the Art. Sie haben wirklich immer versucht, moderne Dinge einzusetzen. Deshalb haben wir zum Beispiel bei uns im Konzert dieses Unplugged-Set. Wir benutzen moderne Videotechnik. Wir haben Live-Kameras auf der Bühne, die wir dann zwischendrin reinschneiden. Das Publikum kann sich also auf entsprechende Dinge freuen. Ja, für uns ist es wichtig, dass wir das Vermächtnis von ABBA hochhalten. Das heißt, wir wollen jedem Menschen, egal ob er ABBA schon mal gesehen hat oder ob es aus seiner Zeit stammt oder ob er noch etwas jünger ist, er soll das Feeling haben, was man damals hatte.